Wir sind zurück mit Phänomenal und wie gerade schon angekündigt, haben wir heute Leonard Tampier bei uns zu Gast und er ist seines Zeichens neuer Koordinator der Fan- und Förderabteilung. Und bevor wir mit Leonard gleich mal so richtig fachlich tief einsteigen, vielleicht mal so als erste Frage, stell dich doch mal kurz der Fangemeinde hier vor und sag mal, wer du bist, wo du herkommst und was dich motiviert. Genau, ich bin Leonard, ich bin 28, ich komme gebürtig aus Menden im Sauerland und wohne jetzt mittlerweile seit 10 Jahren in Münster. Beides schöne Städte, die eine ein bisschen größer als die andere. Und BVB-Fan bin ich seit Kindertagen und bin nicht nur deswegen, aber auch deshalb sehr motiviert, jetzt in der Fan- und Förderabteilung zu arbeiten. Jetzt bist du ja kein unbekanntes Gesicht in der BVB-Fanschar. Erzähl doch mal kurz, wo du herkommst und was du für Aufgaben oder was für Themen du im Umfeld von Borussia Dortmund schon vor deinem Job hier bei uns bei der Fanabteilung gehabt hast. Ich bin seit einigen Jahren Redaktionsmitglied bei schwarzgelb.de, habe Texte geschrieben, war aktiv in der Redaktionsarbeit dabei und in den letzten Jahren vor allem im Podcast auf Ohren. Und außerdem habe ich das Social Media Modul konzipiert für das BVB Lernzentrum und war da als Teamer aktiv. Vielleicht kennt man mich daher. Jetzt gibt es eben ganz viele Aktivitäten, die du vorher schon im Umfeld von Borussia Dortmund gemacht hast. Was hat dich denn bewogen, als du diese Stellenausschreibung gesehen hast, dich dann tatsächlich auf so einen Job zu bewerben? Also erstmal bin ich natürlich BVB-Fan und es hat mich schon immer gereizt, hier beim BVB irgendwann zu arbeiten. Das war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Aber vor allem die Arbeit in der Fan- und Förderabteilung hat mich angesprochen, weil es eine Arbeit an der Basis ist mit den Fans und eben dahingehend ein buntes Vereinsleben zu gestalten, mit Leuten, die Bock haben, sich zu engagieren für unseren Verein und Themen zu setzen, die uns allen wichtig sind. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist vor kurzem gestartet und da schließt sich natürlich die Frage direkt an, wie waren denn so die ersten Wochen innerhalb von Borussia Dortmund? Spannend und vielfältig. Ich habe super viele neue Leute kennengelernt. Ich wurde am ersten Tag durch die Geschäftsstelle geführt, habe dann erstmal ein paar Räume verwechselt. Das ist, glaube ich, ganz normal hier. Ganz viele Leute kennengelernt. Ich glaube, so ein richtiger Arbeitsalltag stellt sich noch ein. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jakob hatte gerade kurz mit dir über das Thema Ehrenamt gesprochen und du hast es ja auch aufgebracht. Zum Stichwort Ehrenamt mal vielleicht auch so die Frage, du hast ja in der Vergangenheit auch sehr viel mit Ehrenamtlern zu tun gehabt. Was glaubst du, welchen Stellenwert hat das Ehrenamt auch in einer Abteilung wie beispielsweise der Fanabteilung und vielleicht sogar auch generell für die Gesellschaft? Ich glaube, in der Gesellschaft eine ganz wichtige Stellung, weil ohne Ehrenamtliche würde, glaube ich, unsere Gesellschaft einfach nicht so funktionieren. Und wenn man das jetzt mal auf den BVB bezieht, ohne die Fans wäre, glaube ich, unser Verein auch, also vielleicht nichts, aber ganz viel weniger wert. Und in der Fan- und Förderabteilung sind wir ja quasi einfach alle ehrenamtlich unterwegs. Mich jetzt mal ausgenommen, ich bin jetzt hauptamtlicher Mitarbeiter, aber sonst machen das ganz, ganz viele hier ehrenamtlich und sorgen eben dafür, dass wir ein Vereinsleben haben. Wir haben ja zum Beispiel unsere AG Uns verbindet Borussia, wo wir soziale Aktionen starten. Und ohne die Ehrenamtlichen wäre das da gar nicht möglich. Ja, erstmal vielen Dank schon mal für den ersten Teil. Und wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil, gehen nochmal kurz in die Musik und dann sprechen wir darüber, in welche Richtung die Fanabteilung so in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren gehen wird. Also bis gleich. Wir sind zurück bei Phänomenal und immer noch auf dem Sofa bei uns, Leonard Tampier, unser neuer Koordinator der Fan- und Förderabteilung. Wir haben gerade im ersten Teil des Interviews ein bisschen abschließend über das Thema Ehrenamt gesprochen und die Fanabteilung hatte mal 300 Ehrenamtler. Ich meine, mittlerweile sind es, glaube ich, ein paar weniger, die bei uns organisiert sind. Wenn ich als Fan von Borussia Dortmund, als Mitglied von Borussia Dortmund Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit habe in den AGs, was muss ich da tun? Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, erstmal mit uns Kontakt aufzunehmen. Also erstmal, wenn man uns hier im Stadion sieht, kann man uns einfach sehr, sehr gerne ansprechen. Wir sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv, Twitter, Facebook, Instagram. Da kann man uns einfach eine Nachricht schreiben oder per Mail sind wir auch erreichbar. Oder man informiert sich auf unserer Website über die verschiedenen AGs, die wir haben. Da gibt es AG-LeiterInnen und die kann man auch einfach schreiben. Also es ist super einfach, bei uns mitzumachen, einfach trauen, anschreiben und dann ist man dabei. Wir machen mal so ein bisschen einen thematischen Schwenk. Ich würde dich diese Frage nicht stellen, wenn du jetzt einen Monat bei uns wärst und keine Fan-Historie hättest und nicht bei schwarzgelb.de gewesen wärst. Es geht so um das Thema Fan-Themen in Deutschland. Haben die in deinen Augen
eine Lobby und welche Handlungsfelder siehst du, wenn du auf das Thema Fan-Themen schaust? Ich würde schon sagen, dass Fan-Themen öfter Bestandteil der medialen Berichterstattung sind. Ich würde es aber nicht als Lobby bezeichnen. Ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist und von Fangruppierungen immer wieder sich für das Mitspracherecht von Fans einzusetzen. Und ich würde sagen, da ist der Weg irgendwie auch das Ziel, weil man das, glaube ich, nie zu viel mitdenken kann. Und deswegen ist da, glaube ich, noch viel Arbeit zu machen, aber immer wichtig daran zu denken, dass Fans mitbestimmen können im Verein. Jetzt, wenn man sich so auf das Thema Fan-Themen fokussiert, dann hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck, wir sind in unserer Bubble, haben irgendwie Interessen, die vielleicht sonst niemand hat. Siehst du Fan-Themen, die auch eine gesellschaftliche Relevanz haben, also für die es sich nicht nur als Fußballfan zu kämpfen lohnt, sondern wo wir vielleicht auch etwas dafür tun können für den gesellschaftlichen Fortschritt? Auf jeden Fall. Also da denke ich zum Beispiel an so ökonomische Themen wie die Preise von Merchandise-Artikeln oder Tickets. Das hat ja auch was damit zu tun, dass alle Leute partizipieren können in einem Verein und damit ja auch in einem gesellschaftlichen Bereich. Und deswegen finde ich es total wichtig, wenn Fans sagen, da müssen wir mal kritisch drüber nachdenken, was so Preise sind von Tickets und Trikots zum Beispiel, damit man eben sagen kann, wir können alle Leute in der Gesellschaft mitnehmen, die Bock haben, an einem Verein teilzuhaben und dann eben auch über diese Art und Weise da mit dabei zu sein. Ja, jetzt hast du ein Thema angesprochen, nämlich so ein bisschen das Thema Kommerzialisierung im Fußball. Wie gehst du denn so mit selber als Fan mit diesem Zwiespalt um, so zwischen Kommerzialisierungskritik, aber eben auch bedingungsloser, ja, man hier in Dortmund nennen wir es ja offensichtlich Liebe zum Verein. Also was ist da so dein Standpunkt? Also ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, dem das irgendwie schwerfällt, da einen Spagat zu finden. Wenn ich ehrlich bin, versuche ich, wenn ich im Stadion bin, mich schon darauf zu fokussieren, dass ich diesen Verein liebe und Bock habe, hier im Stadion zu sein und irgendwie ein cooles Spiel zu sehen, coole Stimmung mitzunehmen. Aber jetzt vor allem auch so in meinem beruflichen Alltag will ich natürlich auch jemand sein, der irgendwie mal einen Finger in die Wunde legt und Sachen kritisch anzufragen. Also irgendwie glaube ich, dass das irgendwie beides parallel passieren muss, aber das eine darf das andere nie irgendwie ausstechen. Erstmal vielen Dank, dass du heute da warst und wir haben es ja vorhin schon gesagt, wer Kontakt zu uns aufnehmen will, wer auch Kontakt zu Leonard beispielsweise aufnehmen will, um die Themen nochmal zu vertiefen, über die wir heute gesprochen haben. Es gibt viele Möglichkeiten dafür und ja, in diesem Sinne, danke, dass du da warst.